So, liebe Leute. So, liebe Leute, das hier wird Anschauungsmaterial, wie Dinge nicht zu laufen haben, denn zum Beispiel das. Stage 3 in diesem Hack. Da werden in die Hacks solche Gruben hier eingebaut, aus denen man nicht rauskommt. Und da hilft, da muss man einen Safe State nehmen, um das Level wieder von vorne zu spielen. Was natürlich eigentlich, wie ich finde, nicht Sinn der Sache sein sollte. Denn dann bräuchte ich es ja auf Konsole gar nicht spielen. Ich müsste jedes Mal die Konsole wieder ausschalten. Ja. Da wird man dann irgendwann nach mehrmaligem Probieren auch total hibbelig und genervt. So war es bei mir. Ich habe hier schon circa 10 Minuten weggeschnitten. Dann haben wir auch hervorragende Beispiele. Oh, nebenbei, wie man gerade sieht, die Gegner ziehen einem hier schon ganze 5 Energieeinheiten ab. Ja, das ist kaum zu toppen. Wir haben teilweise die Stages so designt, dass ein einziger Raum wie dieser hier, nennen wir es Raum, Etage, dass diese zweimal existiert oder zwei Ausgänge hat. Man könnte unsichtbare Treppen hochgehen, das habe ich vorher mal gemacht. Die sind nicht wirklich vorhanden, die haben da eigentlich auch gar nichts zu suchen. Oder man nimmt hier den direkten Weg, welcher auch schon mal ziemlich schlecht gemacht ist, denn an dieser Stelle falle ich einfach aus der Luft runter. Bin aber vorher über die Luft hinweggelaufen. Ja, für mich einfach sinnfrei. Und dann stürzt man auch mal in die Grube, sowas passiert auch. Wie gesagt, da lässt die Konzentration irgendwann nach. Ja, sowas sollte irgendwie kompliziert werden, bevor das freigegeben wird von den Leuten im Internet, wenn sie schon einen Hack machen, wie ich finde. Denn irgendwie hat man von sowas hier nichts. Ich habe schon schlechtere gespielt als das. Oder, ja, welche, wo man noch weniger durchsteigt. Und sowas passiert dann auch mal. Und ja, wenn das dann sowas wird wie diese Sachen wie Kaizo Mario und sowas, wo man dann sich die ganzen Play- oder Walkthroughs anschaut, wo es dann eigentlich nur noch aus Safe-Staten, Wiederladen, Fallen und wie auch immer besteht, so ein Walkthrough, ja, dann hat es ja eigentlich keinen Sinn, das aufzunehmen, finde ich, weil die Schwierigkeit ist in dem Moment nicht geschafft. Schwierigkeit muss ich überwinden, indem ich gut spiele und nicht mich von Situation zu Situation mit einem Safe-State rette. Ja, ist hier leider manchmal nicht gegeben, ob man will oder nicht. Dann liegt es nämlich nicht mehr im Gameplay, sondern halt einfach nur noch am schlechten Design. An dieser Stelle eben, nach der ersten Leiter hätte ich übrigens auch wieder eine unsichtbare hochgehen können, die hätte mich direkt hierher geführt. Und ja, hier muss ich auch oben drüber. Unten wie kein wird lang. Wir können auch durch die Blöcke nicht durchspringen. Und jetzt bin ich wieder in dieser lustigen Falle. Und könnt jetzt hoffen, dass ich hochspringe und der Rabe mich dann nach oben durch den Treffer nach oben schleudert. Der ist leider weggeflogen und schon war das Link hier wieder gegessen. Ich kann wieder am Anfang der Stage anfangen. Gott sei Dank setze ich am Anfang jeder Stage Safe States, denn ja, ich weiß ja nie, wie weit ich spiele, wenn ich so eine Castlevania Walkthrough aufnehme, und ich mache es ja generell von Video sowieso, also jede Stage einzeln. Außer beim Original, da würde ich jetzt vielleicht, habe ich mir vorgenommen, vielleicht demnächst mal einen Longplay von zu machen. Oh ja, und jetzt, wie man hier sieht, ich hab's mir selber noch nicht ganz angeguckt, ist dann so, da haut einen sogar schon mal so ein lustiger Hunchback weg, weil du eigentlich ja keinen Bock mehr hast, dich drauf zu konzentrieren und jedes Mal wieder die gleichen Pimmelgegner zu machen hier am Anfang. So. Ja, da sind wir die Rahmen und wir haben noch eine Energieeinheit und genau hier hätte man hochgehen können. Das war das, was ich eben erwähnt habe. Das gleiche gibt es zu späterer Stelle nochmal. Und zwar, vielleicht kommen wir da noch hin, ich weiß nicht, ob ich jetzt sterbe. Nein, ich falle wieder runter. Und das ist auch schon auswegslos, da bin ich ja schon tot, bevor die Zeit abgelaufen ist, im Prinzip. Gut. Mal sehen, vielleicht habe ich jetzt Lust, mich zu konzentrieren wieder. Manches, man kann natürlich sagen, in manchen Stages ist es tatsächlich so, dass wenn es anfängt und es sehr schwer ist wie diese hier, oder sehr viele ja, kleine Fehler hat wie diese hier, die alle eigentlich das Leben kosten können, aber man kommt durch den Zufall trotzdem durch. Ich glaube, in diesem Hack
in einer der kommenden Stages war es so. Die habe ich dann durch Zufall beim ersten Anlauf geschafft. Ist aber in der Regel halt nicht so. Also gerade bei denen hier, da habe ich auch noch mehrere von in meinem... Oh, und schon wieder Scheiße. Nehmen wir gleich die Abkürzung in den Tod. da habe ich auch noch mehrere von dem Repertoire, die habe ich dann halt immer mal gespielt. Habe ja im Moment nicht so groß viel Zeit oder Kopf dafür, was aufzunehmen. Die habe ich dann halt irgendwie nebenbei immer mal gespielt, wenn ich abends alleine war und ja, gedacht habe, was machst du? Bist du wieder total entnervt, ne? Dann haust du dir mal Castlevania rein, also Castlevania Hack rein. Viel schlimmer kann es nicht kommen. Es sei denn, du spielst Ninja Gaiden. Naja, und so kommt das dann halt, dass ich jetzt eine riesige Reihe an Hacks ziemlich weit gespielt habe. Und sind, wie gesagt, auch immer sehr, sehr, sehr gut dabei, das muss man natürlich erwähnen. Aber insgesamt wünschte ich mir, es würden sich wieder Leute richtig hier ransetzen an die Castlevania-Serie, so wie es zum Beispiel bei Metroid ist. Da kommt ja generell ziemlich gutes, ziemlich gute Sachen raus, kann man sagen, es sind schon sehr viele gute Sachen rausgekommen, solltet ihr euch vielleicht mal anschauen. Wie bei YouTube eingeben, Super Metroid oder Metroid Hack, da gibt es echt sehr tolle Sachen, die da gemacht werden, die da umdesignt werden, aber komplett. Das könnten die Castlevania-Dinger hier auch hervorragend vertragen, wie ich finde. Ja, die meisten sehen leider so aus. Also wer von euch vielleicht Zeit hat und Lust, sowas zu machen, der informiert sich, wie man solche Games bearbeitet, holt sich die nötigen Worms und die Programme und macht doch mal einen vernünftigen Hack und den schickt er mir dann und dann freue ich mich wie ein Honigkuchenpferd. So, aber jetzt wieder zur Stage. Wir haben eine Stelle erreicht, ja. Das ist schon fast phänomenal. Nehmen auch anscheinend die Gegner so mit. Scheiß auf Gegner treffen, Hauptsache weghauen, Hauptsache durchkommen. Und da bekommen wir eine Stoppuhr, die ist eine meiner Lieblings-Items für Leute, die jetzt vielleicht neu dabei sind und mir noch nie zugeguckt haben. Also, für Castlevania-Spiele ist das eins meiner Lieblings-Items. So, jede Menge Raben. Und jede Menge Knochenstatuen, Feuerspucker. Das ist eigentlich fast genauso wie im Original. Generell ist diese Stage fast wie im Original, nur unglaublich, wie soll ich sagen, unaufgeräumt oder unordentlich. Also es sieht aus, als wenn jemand sich an diese Stage gemacht hat und nicht direkt wusste, was er tut, sondern einfach nur irgendwie ein paar Screens durcheinander gewürfelt hat. Ja, und dadurch ist dann so ein Dünnschiss entstanden. Obwohl ich mir eigentlich sagen, vielleicht ist diese Slump of Darkness Version auch eine unfertige, ich weiß es nicht. Aber eigentlich kann man sich bei den Seiten, wo man ja, auf solche Hacks kommt, eigentlich immer komplettierte raussuchen. Gut, ja, und ich denke... Oh, das ist natürlich... Den nutzen wir voll aus. Von sowas bin ich ja Fan. Und aktivieren gleich die Uhr. Und versuchen auch hier schnell weiterzukommen. Denn alles andere wäre wahrscheinlich der Tod. Da wir ja 5 Energieeinheiten abgezogen kriegen. Das hatte ich bis jetzt in einem Hack, aber der war wiederum sehr gut. Der war auch komplett. Hatte quasi nur Elemente aus dem Spiel. Hier müssen wir eine Keule kriegen, genau da ist sie. Auch das hier wieder phänomenal. Voll für den Arsch. Und das sieht eigentlich schlecht aus, aber ich sehe an der Zeit, dass ich es geschafft habe. Ja. Gut, und dann hätten wir die Stage 3 dieses Hex geschafft. Und ja, ihr habt gesehen, wie man es am besten nicht macht. Ihr habt auch gesehen, wie man eventuell mal ausweichen könnte oder dass es auch egal ist, ob man mal getroffen wird. Und ja.